Rate the movie in 1 to 5 words or in numbers. Einige von euch werden es vielleicht kennen, die irrwitzigen Aufgaben aus den Englischprüfungen. Answer the question in 1 to 5 words or in numbers. Das habe ich mir mal als Vorbild genommen und es in diese Video-Idee einfließen lassen. Deshalb habe ich hier einen riesig großen Stapel an DVDs, die ich jetzt in 5 Wörtern oder in Nummern vorstellen werde. Vielleicht habt ihr schon kapiert, wie es läuft. Wenn nicht, erkläre ich euch noch ganz kurz. Es geht darum, ich greife mir eine DVD, zeige sie in die Kamera, nenne den Titel und habe dann 5 Wörter übrig oder Zahlen, um die DVD, den Film zu beschreiben. Los geht's, wird glaube ich ganz lustig. Als erstes haben wir hier Sherlock, die 4. Staffel, eine Legende kehrt zurück. Neu auf DVD. Einfach fantastisch. Perfekt. Haben wir. E.T. Wundervoller Kinderfilm. Kinderfilm ist ein Wort, ja. Wundervoller Kinderfilm. Hab's letztens gesehen. Passt. Passengers. Letztens erst im Kino. Wundervoll. Batman The Dark Knight. Bester Batman-Film mit Joker. The Green Mile. Todeszellen, Polizisten, der elektrische Stuhl, Drama. Schrecklich. Das ist kein wirklicher Satz, aber passt. Zurück in die Zukunft, die Trilogie. Bester Film. Altes Werk. Schön. Die Tribut von Panem Mockingjay Teil 2. Find ich besser als zwei. Ja, muss reichen. Tom Hanks Illuminati. Packender Film über dunkle Geschichten. Er ist wieder da. Irre lustige Komödie um Hitler. Passt. Tom Hanks nochmal in Forrest Gump. Filmlegende, ist ein Wort. Filmlegende, Oscar ausgezeichnet. Oscar ausgezeichnet, ja gut. Einfach sehenswert. Batman, 4 Filme von 1989 bis 1997, das ist Batman, Batmans Rückkehr, Batman Forever und Batman und Robin, also die alten Teile. Für Batman-Fans ein Muss. Jurassic Park, die Collection mit allen Filmen von 1 bis Jurassic World. 1, 2, 3 Jurassic World. Dinosaurierfilm mit mega guter Besetzung. Star
Star Wars, das Erwachen der Macht. Bester Film der Star Wars Saga. Alice im Wunderland. Johnny Depp als Hutmacher. Spaßig. Und das letzte, Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Nicht so gut wie Teil 2. Einetwegen. Ja, da haben wir das durchgeboxt. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Diese Woche müsste sogar der erste Part der Sommertour rausgekommen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Den könnt ihr euch angucken, der müsste jetzt hier gleich in der Endcard verlinkt sein. Könnt ihr euch reinziehen, unbedingt sehenswert. Ja, mal in 1-5 Words oder in Numbers. Gehabt euch wohl, haut rein. Hab ich hier, Zahlen, hier einen riesig großen Stapel an DVDs. Und deshalb... Natürlich muss jetzt genau in dieser Sekunde, wo ich das aufnehme, ein Hubschrauber durch die Gegend fliegen, ja.